Liebe Eltern, hi Kids! Heute möchten wir euch die große Klang- und Instrumentenvielfalt des Schlagwerks an unserer Musikschule vorstellen. Wir sind hier im Schlagzeugraum, dem Herz der Musikschule. Beginnen möchten wir mit der kleinen Trommel oder auch der Snare Drum. Hier lernt ihr verschiedene Spieltechniken, die für alle Schlaginstrumente wichtig sind. Die Snare Drum ist auch die zentrale Trommel des Drumsets, einem wichtigen und sehr populären Instrument unserer Schlagwerkfamilie. Hier lernt ihr viele populären Rhythmen, wie zum Beispiel Rock. Hip-Hop. Jazz. Latin. Und jede Menge Technik. Wir kommen nun zur Gruppe der Mallet-Instrumente oder auch Stabspiele genannt. Wir beginnen mit der Marimba, die durch ihren warmen und hölzernen Klang überzeugt. Alle Mallet-Instrumente sind aufgebaut wie das Klavier. Hier oben sind die Halbtöne, hier unten sind die Ganztöne. Nun kommen wir zum Vibraphon, das anders als das Marimbaphon mit Metallplatten aufgebaut ist. Das Vibraphon ist in ganz vielen verschiedenen Stilrichtungen einsetzbar. Und die kleine Schwester, auch mit Metallplatten, das Glockenspiel. Die nächste für unsere Musikschule sehr wichtige Instrumentengruppe sind die Orchesterschlaginstrumente. Beginnen möchten wir hier mit der Pauke, der Königin der Schlaginstrumente im Orchester. Das einzige Fellinstrument, das man stimmen kann und man somit neben dem Rhythmus auch Melodien spielen kann. Im Orchester werden aber auch noch viele andere Schlag- und Effektinstrumente eingesetzt, wie zum Beispiel die große Trommel, die Becken, die Triangel und das Tamburin. Und natürlich könnt ihr bei uns auch alle wichtigen Handtrommeln lernen. Mit diesen Instrumenten könnt ihr in unseren Orchestern, Bands, Bläserklassen und in verschiedenen Percussion-Ensembles mitmachen. Dies war unsere kleine Reise in die vielfältige Welt der Schlaginstrumente. Wir freuen uns schon, euch in der Musikschule zu treffen.
Ihr könnt uns direkt über das Sekretariat erreichen. Bis bald!